Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. So, es sind noch nicht alle Folgen draußen, aber ich habe schon ein paar Sachen gelesen, unter anderem, dass ich hier irgendwo, na, ob ich das jetzt nochmal finde, der Bushaltestelle nicht richtig angeschlossen habe. Sondern dass die nur irgendwo hält. Aber nicht wirklich, also nur an der Straße hält. Vielleicht habe ich das auch schon gefixt. Wobei das hier sieht verdächtig aus. Das da sieht verdächtig aus, weil da diese Einbuchtung nicht ist, ne? Ja. Ah, okay. Das ist tricky. Mal gucken, ob das noch irgendwo passiert ist. Da muss ich auf jeden Fall darauf aufpassen. Gut, hier sind ja die Busse von den Kreuzfahrtschiffen. Das passt soweit. Das ist schon in Ordnung. Die Kinder können hier aussteigen und dann dahin ist ja Sekundarstufe. Okay, ich denke, es ist nur dieses eine Mal passiert. Sehr gut. Ja, ansonsten Verkehr. Just one more lane doesn't fix traffic, sage ich dazu. Na, also, man löst das Verkehrsproblem nicht, indem man weitere Linien hinzufügt oder weitere Spuren hinzufügt. Weitere Spuren sorgen nur für mehr Durchsatz, wenn der Verkehr eh schon funktioniert. Aber wenn es hier irgendwo steht, stehen auch vier Spuren. Die Frage ist, wo stehen die am meisten? Ich verstehe. Das Problem sind zu einem nicht unerheblichen Teil die Fußgänger. Scheinbar. Okay, kann ich denn? Das ist gut zu wissen. Wir verdienen auch Geld, das ist gut. Kann ich denn die Fußgängerwege irgendwie selber bauen? Gucken wir mal. Das sind ja alles Straßen. Das müsste eigentlich gehen. Das ging ja in einem anderen alten Teil auch. Fußgängerwege. Überdachte Fußgängerbrücke. Naja, da sehe ich mich. So, erstmal hier rüber. Und dann. Ist die nicht ein bisschen arg hoch? Die sind ein bisschen arg hoch, oder? Hier ist mal nochmal. Das wird wahrscheinlich ein nicht unerheblicher Part hier sein, das Fußgängerproblem zu fixen. Ja, weil das ist oh, die Stufen sind ganz schön krass. Sind das wirklich die einzigen Höhenstufen, die wir haben? Okay. Aber es bräuchte dann ja so eine riesige Rampe.
Kann es wirklich sein? Wenn ich jetzt hier einen Asphaltweg anschließe, kann der dann steiler sein? Auch nicht wirklich, ne? Puh. Ist natürlich schon ungünstig. Aber das ist ja auch irgendwie Quatsch, so. Das ist ja wahrscheinlich bei der Straße auch so, ne? Aber ist in der Straße halt ein bisschen was anderes. Wenn wir jetzt hier erstmal... Hier, irgendwas stimmt da nicht. Es kann ja nicht sein, dass man keine Fußgängerüberwege machen kann, die nicht 30 Meter Rampe haben, oder? Das kann eigentlich nicht sein. Tragseile. Asphaltierter Weg. Ach, hier ist die Einstellung. Guck mal an. Ich habe schon gedacht, ich bin bescheuert. Ja, 5 Meter ist, denke ich, ausreichend. Na, ich denke das Spiel nicht, okay. Aber 7,50 Meter ist auf jeden Fall ausreichend. Dann können wir hier easy ist halt immer noch ziemlich fett, ne? Das alles. You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuckle. And we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people... Alter, immer diese Talkshows. Lasst mich in Ruhe mit euren Talkshows. Es gibt hier keine Housing-Krise. Es gibt hier nur eine Krise, dass unsere Bürger zu wenig Geld haben. Ja, okay, das ist Quatsch hier, aber... Ja, da müssen sie halt so gehen. Okay, kann ich jetzt hier das wegmachen? Is this a question of priority? Digga, was ist das? Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it. Okay, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, den Fußgängerüberweg loszuwerden. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. Ah, jetzt ist hier einer. Aber ist okay. Wir haben schon wieder Nacht. Habe ich nicht Nacht ausgeschaltet? Damit ihr in den...
im Spiel auch was seht. Ich lasse es mal an. Ihr könnt ja Feedback hinterlassen, ob Nacht gut oder Nacht schlecht ist. Können wir theoretisch jetzt hier... Ah ja. Den Zero-Streifen wegmachen. Und dann gehen die jetzt hier lang. Sehr gut. Und hier oben sind sie sogar noch vom Regen geschützt. Guck mal, was für ein Luxus das hier ist. Und damit dürfte der Verkehr an dieser Stelle ein bisschen flüssig... Sag mal. Laufen jetzt einfach bei Rot über die Straße oder was? Also laufen jetzt einfach... Was ist das für ein faules Pack? Sag mal. Ich glaube, es hackt. Aber was kann ich da tun? In Realität würde ich jetzt einfach einen Polizisten hinstellen. Es gibt ordentlich Steuereinnahmen. Aber... Hier habe ich wahrscheinlich wenig Handhabe gegen die Fußgänger, ne? Oh! Ein bedeutendes Städtchen. Nice. Parkverbot. Das bringt alles nichts. Ich könnte versuchen, hier Bänke hinzumachen. Nein, okay, geht nur im Park wahrscheinlich. Oder Steine. Nee, aber ernsthaft, was soll denn das? Das ist, naja, aber die allermeisten gehen jetzt über die Brücke, das ist ja schon mal was. Genau, was mir noch gesagt wurde, wie wäre es mit der Buslinie ins Industriegebiet? Und oh ja, das ist super dringend erforderlich sogar. Habe ich gar nicht dran gedacht. Denn wie sollen die Leute denn zur Arbeit kommen? Ich habe das Gott nicht ausgeschaltet. Okay, viele gehen scheinbar zu Fuß zur Arbeit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Theoretisch sogar deutlich besser. Aber... Das machen wahrscheinlich auch nicht alle. Na komm, hier geht schon nochmal einer. So. Aber hier ist schon over. Aber ich könnte... nochmal erweitern. So. Schön die Mitarbeiter in die Arbeit bringen.
So. Dann fahren hier aus dem Depot wahrscheinlich ein paar neue Bussis raus. Oder auch nicht. Busdepot. Natürlich haben wir genug Fahrzeuge. Okay, wir haben 600.000. Was kostet hier Sondermüllsammelstelle, Müllwagendepot? 25.000. Okay, das ist aber recht groß. Müllaufbereitungsanlage haben wir schon. Anlage ist schon wieder voll. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal ergänzen hier. Wohl oder übel? Wie ist denn das nochmal? Ah ja, Bits. Ah nee, ich will es nicht in einem bestimmten Bezirk betreiben. Ach, hier unten. Verlagern, entleeren, beginnen, Flächenwerkzeug. So, wir können hier hinten das Gebiet zum See noch erweitern. Oder zum Meer. Damit haben wir uns nochmal 150 Tonnen Müllspeicher geschaffen. Aber das kann nicht lange so gehen. 1 Million für eine Verbrennungsanlage, okay. Und 880.000 für ein Recyclingzentrum. Die Frage ist, ob das halt allen Müll verarbeitet, ne? Ich fürchte halt, dass das nicht alles mal. Also ich denke mal, wir werden beides brauchen, ne? Wir werden das auch noch brauchen. Wir werden alle 4 Sachen brauchen. Aber als erstes brauchen wir eine Verbrennungsanlage. Die kostet zwar 1 Million, aber ich sehe halt keine andere Möglichkeit. Wartet auf Krankenwagen. Wartet auf Krankenwagen. Haben wir Probleme mit unserer Gesundheitsversorgung? Oh. Okay, wir haben halt hier eine kleine Klinik, ne? Und da gibt's auch keine Upgrades für. Wir können die kleine Klinik durch eine Klinik ersetzen. Machen wir das mal. Kostet uns 2 Häuser, aber tja, das Leben ist hart. Okay, warten wir damit mal ab. Krankenwagendepot. Okay, das wäre dann hier. 5 aktive Fahrzeuge. Ja, okay, dann baue ich das auch noch hin. Jetzt haben wir 10 Fahrzeuge und davon sind 8. Okay, das war wirklich 9. 10. Okay, es sind alle 10 Krankenwagen im Einsatz. Da sind sie. Alter, was passiert hier denn? Oh, es ist ein Albtraum. Es ist einfach. Sag mal, seid ihr alle komplett dumm oder wie? Achso, ich dachte, die warten da alle, dass sie da rübergehen können. Aber die sind doch trotzdem. Was ist das für eine Buslinie? Ach,
zum Hafen. Oh mein Gott. Warte mal. Und das hier ist... Irgendwie hier so normales Wohnviertel, ne? Was sind die? Industriegebiet ist die Bergstraße. Grabenstraße und Bergstraße. Okay, es sind eine Menge Busse im Einsatz. Früher morgen. Kein Fußgängerzugang. Städtische Sekundarschule. Ja, was ist denn das hier dann? Oh. Okay, aber es ist gut belegt dafür, dass man scheinbar nicht zu Fuß hin kann. Okay, es beruhigt sich langsam, was das Thema angeht. So, wir machen immer noch Cash. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution. Poor road conditions ist eine Lüge. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Anschlussstellen. How delightful. Schon alles ausgegeben. Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Machen wir mal das, damit wir demnächst mal Geothermie oder so freischalten können. Was sagt denn die Wassergeschichte eigentlich? Oh, guck mal, die können hier zum Baden hintergehen. 45% Nutzung, okay. A raison d'être, delicious. 81% Nutzung. Okay, also ihr habt auch gesagt, ich muss hier viel mehr expandieren als in CS1. Das ist mittelmäßig gut. 200.000 für die Tiefgarage. Is for the layperson. Now, let's hear another one of those. Parkanlagenverfügbarkeit ist schlecht. Okay, wir sollten vielleicht hier bei dem Busdepot noch einen Parkplatz organisieren, ne? Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate. Or so my wife tells. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after. We're live, and we're getting reports about a traffic accident. Ich weiß nicht, ob die jetzt da so rübergehen dann. Was haben wir denn hier? Wir haben hier 8 Ladestationen. Ist das CCS? Das ist der Typ 2. Ja, das ist schon Typ 2, aber das reicht ja hier, wenn man hier länger parkt. You already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. So bekommen wir vielleicht auch schon mal ein paar Autos hier aus der Straße. Oder von der Straße. Boah, die ganzen Taxen machen mich immer noch fertig. Die sind bestimmt immer noch alle da wegen der Problematik, dass man nicht anders in die Stadt kommt, ne? Ja gut, halt mit dem Schiff kommt man jetzt in die Stadt. Gut, wie viele Leute jetzt jeden Tag in der Früh mit dem Schiff in die Arbeit fahren, ist natürlich auch die Frage. Aber eher als ein Taxi, oder? Von hier aus geht es dann auch hier zum neuen Stadtabschnitt. Ah ja, wie sieht es eigentlich hier mit dem Verkehr aus? Unabhängig der Tatsache, dass die Leute alles zuparken wie die Gestörten, glaube ich, geht's hier eigentlich, weil alles Einbahnstraßen sind.
Vielleicht ist das so ein bisschen das Geheimnis, hier mal ein paar Einbahnstraßen zu bauen. Ah, ja. Das alles zu retten ist halt auch schwierig, ne? Also theoretisch könnte ich hier für die Expansion das hier noch kaufen. Würde kosten 826.000. Also knapp 1 Million und 181.000 im Monat. Dann könnten wir hier nochmal so einen richtigen fetten Stadtkern bauen. Von Anfang an auch mit vernünftigen Systemen. Aber es ist schwierig. Steuern. Ja, entschuldigt bitte die Discord-Geräusche, aber ich werde Folge ist eh gleich vorbei und dann mache ich das aus. Boah, alter Schwede, das Gesundheitssystem lassen wir uns aber was kosten, du. Holy moly. Aber Müllverarbeitung wird jetzt auch gleich erheblich teurer, ne? Wenn ich mal gucke. Was kostet das im Monat? 100.000 im Monat. Alter Schwede. Also es produziert Strom, den wir verkaufen können. Wo bauen wir das eigentlich hin? Hier hinten irgendwo, ne? Ich kann ja schon mal eine kleine Straße dafür vorbereiten. Ja, hilft nichts, ne? Ich möchte das hier hinbauen. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Scheune. Braucht kein Mensch. So, wie geht's der Ölindustrie? Was ist denn hier los? Warum wächst die Ölindustrie nicht? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also die haben eine große Fläche, die machen hier auch ordentlich was. Rohöl, Angestellte, Effizienz. Aber was ist das? Warum machen die kein Business? Ich verbiete gleich Taxen hier in die Stadt zu fahren, ich sag's wie es ist. Holy. Laden die auch alle brav? Das Motorrad hier mit diesem Auspuff ist also ein Hybrid oder wie? Das glaube ich ja weniger. Ich kann das aber nicht kontrollieren. Aber ich sehe hier hinten Auspuffrohre, glaube ich. Ups. Wo ist eigentlich das Ordnungsamt? Kann ich ein Ordnungsamt bauen? Nein. Warum? Sozialamt, Rathaus. Ein Sozialamt kann ich. Ich will ein Ordnungsamt. Das geht hier alles nicht mehr. Die laufen einfach hier über die Straße, obwohl es das gibt. Die parken hier die Ladestation zu. Ich glaube, es hackt. Wie sieht es denn generell mit der Sicherheit hier aus? Okay, aber Sicherheit ist ja gut. Das finde ich schon mal gut. Kriminalitätswahrscheinlichkeit nur bei 1%. Sehr gut. Sozialamt. Wir brauchen erstmal eine Müllverbrennungsanlage. Sonst wird das hier noch eine Katastrophe. Oh nein, ist gleich voll. Oh Gott.
Brauch mehr Cash. Okay, okay, erweitern wir hier mal. Warum habe ich das eigentlich noch nicht erweitert? Wohnhäuser mit hoher Dichte. Ah, ich glaube, das habe ich jetzt erst freigeschaltet, ne? Das wird ein Albtraum. Was den Verkehr angeht. So, die werden jetzt immer höher nach hinten hin. Ist eigentlich ganz fancy. So, der Balken ist auch quasi unmittelbar weg. Okay, wir haben über 1 Million. Alter. Okay. Vielleicht baue ich erst die Anlage. So, jetzt die Straßenanbindung. So, wir haben hier einen Hochspannungsnetzanschluss und einen Niederspannungsnetzanschluss. Okay, aber wir schließen es einfach mal ins Niederspannungsnetz an. Ah ja, und da habt ihr mir auch gesagt, ich kann einfach, wenn ich hier anschließe, das einfach unterirdisch verlegen. Das ist natürlich praktisch. So, Wasseranschluss. Wieso? Nicht genügend Wasser. Oh. Verstehe. Überlastung der Wasseranlage. Ja, okay, das braucht natürlich für den Dampfgenerator wahrscheinlich richtig viel Wasser. Ich lege mal die Stromleitungen hier unter die Erde. Sagen wir mal ab hier. Ja, es ist ein bisschen abenteuerlich, aber geht gerade nicht besser. Jetzt sollten wir aber wieder genug Wasser haben, ja. Und die Müllverbrennungsanlage läuft. Sehr gut. 50 Sammelfahrzeuge. Ja, dann lassen wir die Anlage jetzt mal in Ruhe Müll verbrennen. Und wenn die damit fertig ist, dann holen wir den Müll hier aus der Deponie wieder raus. Mal guck mal. Die machen ja das ein bisschen platt.
holen wir den ganzen Müll hier wieder raus und bringen den dann rüber. Was gibt's denn hier für Upgrades? Zusätzlicher Verbrennungsofen. Okay. Müllwagendepot für mehr Müllwagen, ja. Lagererweiterung, okay. Ich dachte, ich kann vielleicht Luftfilter oder sowas bauen. Aber wenn ich mir Luftverschmutzung anschaue, kann ich hier wohl keine Luftfilter bauen. Oder ich hoffe mal, das sind schon Luftfilter drin. Und dann würde ich gerne noch was ausprobieren. Und zwar... von hier aus. Ja, hol ich mal vierspurig. Oder hol ich mal zweispurig erstmal. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Okay, glücklicherweise sind die Tunnel hier nicht allzu teuer. The streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. Was beschweren die sich die ganze Zeit über den Zustand meiner Straßen? Nur weil ich die nicht warte, oder? What? Hier ist mein Kreisverkehr, nice. Das Problem dürfte sein, dass das... ja, hier sich mit dem Feld überschneidet. Da muss ich leider das Feld ein bisschen kleiner machen. Hier eigentlich nicht. So. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores. Jetzt schauen wir einfach mal. Das mit dem Schatten hier ist ein bisschen komisch, aber gut. Oh, ich sehe gerade, hier sind wir schon bei 3 von 5. Also hier wird ordentlich Business gemacht. Das gefällt mir. So, vielleicht können wir mit diesem unterirdischen Tunnel einen Teil des Verkehrs von Leuten, die von hier nach ganz hinten durchfahren wollen, hier umleiten. Das ist so ein bisschen die Idee. So, wie sieht es denn aus? Plus 9000. Ja, das war jetzt natürlich teuer mit dem Müll. Holy moly. Okay. Okay. Mehr Industrie ist gewünscht. Das kriegen wir auch hin. Ist das die Straße hier? Ah ja. Aber hier in die einzelnen Bereiche rein, ist eigentlich nicht nötig. So. Wo gehen hier die Hochspannungsleitungen lang? Da. Das heißt, aber ich kann hier... eigentlich alles easy machen und hier auch. So. Sehr gut. Die Industrie mag das. Dann können wir hier vielleicht noch ein paar Läden hinmachen.
Okay, beim nächsten Meilenstein bekommen wir endlich größere Einkaufsgebäude. Ja, die Schule hier muss mal neu gesetzt werden, aber... Ich meine, es geht noch, ne? Oder kann ich die hier... ...75.000 kostet das Versetzen, nee. Das ist crazy. Kann man es nicht ausschalten, das Versetzen, was kostet? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Naja. Oh Gott, die Folge geht auch schon viel zu lange. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und ciao.